Nun, dann wollen wir doch direkt auch mal keine Zeit verlieren, liebe Webinar-Teilnehmer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen JFD Live-Event am 29. Januar. Und was hatten wir dieser Tage bzw. in diesem Jahresbeginn, zu diesem Jahresbeginn noch nicht auf der Agenda? Ja, die Fed, die US-Notenbank, hat ja heute wieder ihren Termin und da freue ich mich recht herzlich und da gehe ich auch dann gleich über zum Andreas gleich hier ein tolles Bild, was er heute geschossen hat, und zwar eben zu dem FED-Event mit Andreas Müller-Berninger 1977 an der Stelle im Rahmen des Dow Jones Tradings immer wieder aktiv hier zu diesen Events und da freue ich mich recht herzlich, ihn willkommen zu heißen. Ich schalte dann auch gleich mal das Mic frei, beziehungsweise gebe dann auch in Kürze das Mikrofon rüber. Andreas, erstmal hallo an der Stelle. Bist du im Norden sozusagen bereit für die heutige Action? Ja, die Mauer im Norden steht. Wir halten die Tür quasi. Hallo. Hallo, sei gegrüßt, Andreas. Schön, also das passt schon mal. Und genau, wir fangen ja dann sozusagen in Kürze an, beziehungsweise der US-amerikanische Markt rennt ja eh schon seit einiger Zeit. Jetzt ist natürlich die große Spannung, was passiert heute? Ich kann mich an unser letztes Webinar vom Sommer erinnern, wo dann praktisch ja der Zykluswechsel anstand. Das war ja hochspannend, das Webinar, beziehungsweise ohnehin der Termin auch. Nun, jetzt sind wir uns alle relativ einig, dass es A, heute keine Zinsentscheidung geben wird und grundsätzlich alles im Flow ist. Wir haben auch hier im Wirtschaftskalender klar hier den Zinssatz de facto, dann natürlich 2030 die Pressekonferenz. Da wird es dann natürlich sehr spannend, ob da irgendwelche News sind. Aber grundsätzlich das vorauseilende Statement ist hier, dass Sie sich alle relativ einig sind, dass das derzeitige Zinsniveau ja angemessen scheint und der Arbeitsmarkt robust ist. Und. Also ist, sag mal, von der Stelle oder Seite ist wahrscheinlich nicht viel zu erwarten. Schauen wir mal, was der Markt sozusagen noch interpretiert bzw. draus macht. Ich hatte heute Morgen, ein kleiner Hinweis, auch hier den Euro-US-Dollar im Fokus. Andreas, hast du den heute auch auf der Pfanne? Der sieht mir ganz interessant aus im Bereich 1,10. Ja, genau das haben wir seit letzter Woche mit dem Markus mit C durchgesprochen, dass wir die 1,10 quasi küssen möchten, beziehungsweise wir warten darauf, dass der Kurs diese Schwelle küsst und dann werden wir, insofern es der Markt möchte, versuchen, eine Gegenbewegung zu handeln, weil nämlich diese Marke, und wenn ich nachher meinen Monitor, der ein bisschen klarer aussieht als dein Strickmuster hier, mal reinholen, dann sieht man auch gleich, dass das die Strickmuster. Tiefs letztes Jahr im November waren. Also, was ist denn das für ein Häkelpulli, den du dir hier ausgedacht hast? Der Ekelpulli, der ist nett, das ist sehr lieb. Alles klar, mein Bester. Du kriegst auch gleich natürlich den ungeschminkten Chart zur Verfügung gestellt. Das wirst du ja aus unserem MetaTrader abspulen. Ich nutze hier gerade aktuell Guidance und ja, etwas schnörkelig, wie du sagst, keine Frage. Aber da können wir natürlich dann auch gleich mal auf dein, sage ich mal, Handelsinstrument schlechthin schauen. Da ganz kurz, liebe Leute, guckt euch bei uns um. 100, sage ich schon, 1500 Instrumente in 8 Anlageklassen, alles aus einem Konto handelbar. Und weil du auch gerade vom Markus sprachst, hier mit MetaTrader 5 und 4 umsetzbar. Und dann habt ihr ja auch den Trading Room, so schimpft sich dies, das will ich an der Stelle gleich mal auch kommentieren. Im Februar geht es natürlich weiter. Den haben wir sozusagen täglich. Gibt es da eine Morning Session oder eben auch eine Afternoon Session? Markus ist jetzt die Tage unterwegs, deswegen haben wir es ein bisschen ausgedüngt und hier für den Februar kommen die Termine direkt noch rein. Ende dieser Woche. Zum Freitag haben wir dann praktisch auch die täglichen Trading Room Termine, wo auch der Andreas hin und wieder auch Gast ist, beziehungsweise hier dann nicht den Dow Jones, wie heute Abend tradet, sondern vielmehr den DAX. Und da rate ich jedem mal reinzuschauen, solange der Raum an sich noch offen ist. Okay, ansonsten, liebe Leute, wie gesagt, die Zeit rennt, auch wenn wir jetzt nichts Großes zu erwarten haben. Ihr wisst, dass jeder handelt hier auf eigenes Risiko. Ihr müsst euch im Klaren darüber sein, hier Notwendigkeiten, dass das hier keine Handelsempfehlungen sind und natürlich Hebel oder gehebelter Handel hier auch immer mit Risiken behaftet ist, aber das sollte ein jeder wissen und ich weiß auch, dass Andreas gerade, wenn wir ins Live-Trading übergehen, natürlich hier auch immer Risk- und Money-Management anwendet, was ohnehin natürlich am Ende des Tages hier die Königsdisziplin ist, sodass man im Trading selbst neben den Einstiegen natürlich auch das Trade-Management beherrschen muss und da fängt das Ganze eben auch an, dass man sich überlegt, wo man einen Stopp setzt, um hier nicht unglücklich vom Markt abgeholt zu werden. Alright, liebe Leute, dann würde ich jetzt mal sagen, wir warten alle auf Andreas und insofern gebe ich dir jetzt direkt mal den Monitor rüber. Schwupp, und da sind wir schon gewechselt. Jetzt muss dann nur gleich Andreas sozusagen seinen Monitor aktivieren und da geht es auch schon los. Blauer Hintergrund.
Wunderbar. Nicht, dass ich blau bin, sondern das ist nur der Hintergrund. Mir ist noch eingefallen bei deinen ganzen Charts. Ich finde die super, wenn man sich reingefuchst hat, aber auf den ersten Blick. Und meine Mutter war neulich zu Gast, die sagte, mein weißer Bruder, was sind denn die ganzen Pfeile in deinem Chart? Was sollen die denn aussagen? Also manchmal ist weniger mehr. Das ist meine Trading-Philosophie zumindest. Und das ist aber auch das Schöne bei JFD, dass sich die unterschiedlichen Stile hier die Hand geben. Und gerade, du hast es angesprochen, die Webinare mit Markus, die wir hier regelmäßig frühs abhalten zum DAX in dieser Woche, Montag und Mittwoch, letzte Woche war es Dienstag. Mittwoch, Donnerstag und Freitag sogar. Und ja, diese Woche ist dann Markus nicht da, deswegen fällt es Donnerstag, Freitag aus. Und nächste Woche, Montag sogar wir zwei zusammen am selben Ort, also nicht nur über Computer gemonitort, sondern im selben Raum sitzend, werden wir Super. uns quasi die Dinge in die Hand geben. Und das Gute ist, Markus hat mir vor seiner Abreise noch was in die Hand gedrückt und hat gesagt, mein lieber Andreas, lest dir das durch und dann weißt du, was Sache ist. Und deswegen habe ich das jetzt hier mal aus dem Bücherregal geholt. Und habe mir das zu Gemüte gezogen. Gut, genug der Schabernackereien Also zum heute hatte ich ja Start. Picasso in Sachen des, sage ich mal, Grafikdesigns geküsst. Also da hast du natürlich ordentlich einen rausgeholt. Kennt das Buch der Markus an der Stelle? Ja, natürlich, das wird frühs immer rumgereicht und trifft auf rege Begeisterung. Wir haben sogar mittlerweile eine Strumpfkollektion mit dem JFD-Logo kreiert, aber die wollen wir dir und dem Vorstand irgendwann mal in Ruhe Bin vorstellen. Also, gespannt. Ich bin das sehr wird gespannt. heute. Jetzt hast du, oh lala, jetzt hast du einen kleinen Insider rausgelassen. Aber okay, auch insofern guten Abend, die Herren. Das lese ich gerade und ich lese auch gerade noch, wie geht's deinem Hals als Fragestellung? Haben die Medikamente geholfen? Da will ich jetzt Ja, wahrscheinlich nicht tiefer nachfragen. doch, doch Monsignor. darfst du. Also ich hatte Ah. heute Morgen und auch immer noch ziemliche Halsschmerzen. Und als ich die Umverpackung von den ganzen Medikamenten, die ich mir reingepfiffen habe, entsorgt habe, hatte an der Mülltonne draußen natürlich getrennt, ordentlich, meinte der Nachbar Corona und ich nur, nein, ich trinke heute nichts. Aber er meinte es wahrscheinlich anders, ist mir später eingefallen. Nein, alles gut. Eine leichte Erkältung, würde ich mal sagen. Eine Männergrippe, also es ist schon für mich hart. Meine Frau noch härter natürlich, das zu sehen, wie ich hier dahin leide. Aber nichtsdestotrotz wird die Fett nicht warten auf mich. So. Richtig. Und jetzt geht's gleich los. Und ich finde es auch beachtlich, wie gesagt, du bist dabei, stehst sozusagen dein Mann. Also insofern perfecto, was du da wieder darbietest. Jetzt wollen wir mal sehen, was der Markt eben hergibt, ne? Die Kunst ist natürlich auch an Tagen wie solchen, ja, festzustellen, haben wir Chancen, haben wir keine. Insofern bin ich mal sehr gespannt, auch weil du US-Dollar schon ein Stück weit im Fokus hattest, was der Dow macht, wie du das heute wieder sozusagen versuchst anzuwenden. Und insofern, the stage is yours. Wir lassen es mal durchlaufen. Ich bin jetzt noch gute 10 Minuten, wie gesagt, mit dir on air und dann gehört dir die Bühne sozusagen komplett und dann schließen wir uns einfach noch mal kurz zum Ende hin. Gerne. Also ich wollte den Risikohinweis auch noch mal ganz kurz einstreuen, da die erste Bewegung von mir nicht getriggert wird. Also diejenigen, die schon öfters mal mit uns das Fett Live Trading zusammen erleben durften, die wissen, dass ich die erste Bewegung erstmal vorüberziehen lasse, da das Zinsereignis an sich ja nicht ganz so wichtig ist wie die Pressekonferenz, die danach kommt. Also quasi der Ausblick, die Interpretation, die Begründung, wenn sich die Zinsen ändern. Und da heute ja an der Zinsfront nicht so viel erwartet wird an Änderungen. Also 85% der Marktakteure gehen davon aus, dass sich nichts ändert. Das ist die überragende Mehrheit. Gehe ich ebenfalls davon aus, dass hier nichts passiert. Nichtsdestotrotz, bevor ich hier scharf schieße, der Risikohinweis, das Ganze ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Wir handeln hier die eigenen Konten, das Ganze auch live und Shelf, die bietet die Plattform an und das ist auch das Schöne, was hier passiert. Und jetzt kommt es auch gerade über die Ticker, die Fed hält die Interest Rates zwischen 1,5 und 1,75%. Also nichts passiert. Dennoch schauen wir als erstes hier auf den Markt. Der Risikohinweis sollte damit, auch wenn einige hier Geld verlieren oder die Mehrheit Geld verliert, das soll nicht so bleiben. Deswegen Risikomanagement bei uns im Vordergrund. Und ich zoome mal ganz kurz die Märkte hier auf, sie auch anordnen, wie diejenigen, die mir öfters folgen, das auch sehen. Rechts oben der Dow Jones, der quasi hier gerade ungefähr 40 Punkte schwankt im Minutenchart. Darunter habe ich den Nest angeordnet, der heißt als Kürzel US Tech Cash. Auch im 5-Minuten-Chart, den stelle ich nochmal ein bisschen schärfer auf den 1-Minuten-Chart, damit man die Bewegung
besser nachvollziehen kann und ordnet das Ganze hier auch in mein Raster ein, somit man den Gesamtüberblick hat. Das geht mit sehr, sehr komfortabel mit dem Klick die Taste. Und unten habe ich nochmal den DAX, auch wenn der im Grunde genommen schon schläft vom Volumen her, ist es so, dass der DAX immer mitläuft und ein wenig auch auf die Zinssenkung oder Zinserhöhung oder eben Nicht-Zinsänderung reagieren kann. Deswegen habe ich den immer noch mal mit dem Fokus. Und unseren Euro-US-Dollar, den man im 4-Stunden-Chart heute Morgen besprochen hatte und der hier bei 1,10 eine sehr, sehr gute Unterstützung aufweist. Deswegen habe ich mir den Bereich hier markiert und würde hier dann auch entsprechend aktiv werden, wenn sich hier was bietet. Ich gehe auch sehr gerne auf die Fragen ein, die hier kommen. Lieber Chris, wenn du mich dafür noch als Organisator freischaltest, dann sehe ich die auch, weil bisher sehe ich gar keine Frage. Dann kann ich die hier auch mitverarbeiten. Da gibt es bestimmt so ein Häkchen, was du noch aktivieren musst. Da hast du schon recht, aber aufgrund der Jugendfreiheit wollte ich dir die nicht freischalten, mein Bester. Na, Nein. das fällt doch auf, wenn du die Damen anschreibst und sagst, hallo, danke, dass du bei meinem Webinar warst und im Grunde genommen Ah, was meinst. so sieht das aus. Also pass mal auf, schau mal, jetzt müsstest du es eigentlich sehen. Sehr viel besser. Hört man mich noch? Absolut, alles gut. Sehr gut. Aber du hast recht, den Wunderbar. Haken hatte ich nicht gesetzt und insofern, ja, danke noch für den Hinweis. Man sieht aber momentan, wenn ich da noch kurz das Wort ergreifen darf, relative Lethargie. Also es ist so, dass du, ja, mal, also ich bin echt mal gespannt, was du da so rauszauberst, weil der Markt ja bis dato eigentlich nach dem Start, wo es ja ein Stück weit schwunghaft wurde, sich eigentlich ja relativ zäh verhält. Ja, also zaubern ist da wahrscheinlich das richtige Wort. Es ist auch nicht zu jeder Zinsentscheidung so gewesen, dass wir mit hoher Volatilität rechnen konnten. Also es gab natürlich, wie letztes Jahr im Sommer, die Ereignisse, die uns hier hunderte Punkte nach oben und nach unten geworfen hatten, wo man, selbst wenn man ausgestoppt wurde, auch immer wieder die Chance hatte, schnell in den Markt reinzukommen und mit dem nächsten Trade quasi auch den Verlust wieder auszubügeln auf Tagesbasis. Der einzelne Trade an sich zählt ja auch nicht. Also es kommt ja mal auf die Summe und auf die Gesamtperformance drauf an. Insofern bin ich hier auch total entspannt. Und wenn sich nichts ergibt oder nicht viel, dann bin ich nicht böse und dann hoffe ich, ist auch kein Zuhörer böse hier im Webinar, sondern dann ist es einfach dem Umstand geschuldet, dass das Setup sich hier nicht gezeigt hat, mit dem man sich wohlfühlt und mit dem man als Trader letzten Endes ja auch seine Punkte Tag für Tag hier einheimsen möchte. Was ich am Setup sehe auf den ersten Blick, denn man hat mit der Zeit, wenn man längere Zeit vor dem Monitor zubringt, auch immer den Blick für den Markt und den Blick für Kursschwellen. Und da sehe ich doch just hier im DAX, dass sich das in Richtung eines Tageshochs etabliert. Und das sind so die ersten Marken, die ich mir immer genau anschaue. Und das wäre beim Dow Jones, da ist es noch nicht so weit mit dem Tageshoch, sondern das war kurz nach der Eröffnung hier oben. Aber den Bereich möchte ich schon mal quasi fixieren, weil er natürlich angelaufen werden könnte in der Long-Bewegung hier. Und genauso ist für mich das Tagestief, was kurz danach eintrat, am Markt. Also wir hatten wieder diesen typischen Abverkauf zur Öffnung. Das ist auch ein Bereich, den ich mir hier einmal als Orientierung markiere. Und das sind immer Schwellen, wo quasi Bewegung entstehen kann und die ich mir auch dann natürlich genauer anschaue, wenn wir an diesen Stellen notieren. Und das ist auch ein Hintergrund für Trades, die schon gelaufen sind. Also ich kann zum Beispiel hier mal einen Trade kurz reinreichen aus dem Dow Jones zur Öffnung. Und das war genau diese Situation hier. Und da bin ich an dieser Marke knapp über 28.920 Short gegangen und hatte quasi den ersten Spike von 15:30 Uhr quasi als Take Profit eingestellt für die Position. Also 35 Punkte waren das hier, die ich im Opening mit binnen 2 Minuten mitgenommen hatte. Das war ganz ansehnlich. Man hatte nicht erwartet oder ich hatte nicht erwartet, dass es komplett nochmal so einen Rücksetzer gibt, der auch das Gap schließt. Denn wir haben ja so gestern ein Gap über Nacht gehabt. Das sieht man dann quasi im New York Chart, der die New Yorker Handelszeiten zeigt. Auch diesen Unterschied möchte ich hier gerne nochmal herausstellen. Also das war jetzt der US-30 Cash, der rund um die Uhr läuft und es gibt parallel nochmal das Instrument bei Chef, die Cash New York und das sind dann die Handelszeiten von den USA, von der New Yorker Börse quasi. Und hier sieht man auch dann die Gaps letzten Endes und hier war die Eröffnung. Ich zoome das Ganze etwas größer, damit man das auch in voller Pracht bestaunen kann. Hier war die Eröffnung und diese Abgabe, der Abgabedruck,
lief wirklich bis zum Gap Close. Also das war mal wieder par excellence abgearbeitet von den Tradern. Genauso wie man hier auf der Oberseite vielleicht bis zu dem Gap von letzter Woche noch ein paar Punkte Spielraum hatte. Der DAX hat mehr Spielraum, also auch das möchte ich nicht vorenthalten. Wenn man sich den DAX anschaut, so hat er es noch richtig Spielraum bis zum Gap vom Freitag. Wenn ich das etwas zusammenzoome, das hatte ich schon bemerkt, dass wir hier jetzt auf ein neues Tageshoch gerade gegangen sind. Aber mit Vorsicht zu genießen, da es ein kleines Handelsvolumen abends nur noch gibt. Das waren die Orientierungsmarken hier vom Webinar heute Vormittag, wo wir auch früh schon long gegangen sind in dem Bereich vor dem Webinar. Und hier ist quasi die Zielmarke, die bullische Zielmarke aus meiner größeren Analyse, die ich immer wieder gerne in sozialen Medien streue. Also das heißt, die Bullen hätten meines Erachtens auf alle Fälle nochmal Platz, die 13.425 bis 30 zu erreichen. Und darüber ist dann das Gap zu Freitag. Und das ist kein normales Gap, auch das hatten wir vormittags besprochen, sondern das ist ein Inselgap. Das ist jetzt der Endlos-Chart, aber wenn man den Xetra-Chart sich zusammen staucht, dann ist hier auf der Seite ebenfalls ein Gap enthalten. Also das heißt, der Freitag, letzte Woche Freitag, der Rekordtag, der Rekordschluss im DAX bei 13.576 Punkte, saß hier wie eine Insel, losgelöst vom restlichen Kursverlauf. Und deswegen ist es natürlich umso spannender, wenn wir hier anlaufen, ob wir hier im DAX noch dieses große Gap zu machen. Das vielleicht als kleiner Querverweis auf diesen Markt. Ansonsten schauen wir, was hier kommt. Und da ist insbesondere der Nasdaq sehr, sehr spannend. Der Nasdaq hat in letzter Zeit immer wieder mit großen Moves überzeugt. Und die großen Technologiewerte sind halt weiter auch die Werte, die gefragt sind. Also eine Apple zum Beispiel, die Quartalszahlen in dieser Woche meldete, hat einen unheimlichen Umsatz vermeldet vom vierten Quartal. Der Umsatz lag bei 96 Milliarden US-Dollar. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Vor einer Woche haben wir noch darüber frohlockt, dass Tesla die 100-Milliarden-Marke bei der Marktkapitalisierung geknackt hat. Also der gesamte Tesla-Konzern, der jetzt schon mehr wert ist als Volkswagen oder als Ford oder als General Motors, ist insgesamt vom Firmenwert auf die 100-Milliarden-Marke gegangen. Und die 100-Milliarden-Marke, ist halt so eine Schallmauer, die aber Apple in einem Quartal als Umsatz quasi erreicht. Also das ist schon eine Wahnsinnskiste. Und das muss man einfach in Relation mal betrachten. Währenddessen habe ich hier auch im US-Tech-DAX, im US, nicht DAX, Tech-Cash-Index, so wollte ich es formulieren, die Hochs eingezeichnet. Und da sind wir auch just rangelaufen und erst einmal stehen geblieben, sodass wir hier vielleicht auch noch eine Short-Chance bekommen in dem Bereich, wenn sich hier nicht viel tut. Der Euro-US-Dollar ist um die 1,10 fast schon festgenagelt. Und was wir hier noch als Underlying, als Asset-Klasse uns auch immer wieder mit anschauen, ist natürlich der Goldpreis. Und der hat sich in den letzten Minuten auch kaum verändert. Also hier haben wir quasi eine Range, wo nicht wirklich viel passiert ist. Also da würde ich im Goldpreis vermutlich erst die Long-Seite über der 72, 73 mal anpeilen und die Short-Seite unter der 68, 67. Also das wären so diese Trigger, die ich da setze und die man quasi in der Pressekonferenz auch im Auge behalten sollte. Ja, also das sind quasi meine Handelsvorbereitungen für die ganze FED-Sitzung, die ja jetzt beendet ist. Also FED wird letzten Endes immer mit einer Tagung begonnen, schon dienstags und mittwochs, also heute dann quasi der Zinsentscheid der Notenbank. Und so nach und nach triggern dann auch die ganzen News, die mit der Zinsentscheidung einhergehen, über die verschiedenen Nachrichtenkanäle und können dann vom Markt bewertet werden. Also die Entscheidung an sich ist das eine, aber die Nachwirkung oder die Interpretation dieser Entscheidung und was an Nebensätzen kommt, das ist umso wichtiger. Und deswegen lauschen wir gespannt 20:30 Uhr auf die Pressekonferenz, die der Herr Powell hier quasi führt. Und der S&P 500 war auch kurz auf einem Tageshoch, der Nasdaq ja auch, wie man gesehen hat, der Dow nicht ganz. Und die Fed, jetzt kommen schon die ersten Nachrichten, die ich hier gerne kommentieren möchte, verlängert die Repo-Operation bis mindestens April. Also das heißt, das Geld der Notenbank wird weiter fleißig in den Markt gepresst, muss man schon sagen. Seit Oktober geht das, dass die Bilanzsumme der US-Notenbank aufgebläht wird.
Und ja, für mich stellt sich die Frage, wie lange das gut geht, ob das überhaupt gut gehen kann, noch sehr, sehr lange. Also klar, der Aktienmarkt profitiert davon, ganz viele Aktionäre profitieren auch davon, aber letzten Endes muss so eine Notenbank ja auch das Geld wieder aus der Bilanz rausbekommen. Also vielleicht ein Tauschgeschäft mit der EZB-Bilanz, die ja über 5 Billionen ist. Also vielleicht gibt es ja da ein paar kuriose Ideen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen und schreibt es hier in den Chat rein, dann kann ich das kommentieren. Was ich noch rausgesucht hatte im Vorfeld, was für Zinsschritte gab und wann die stattfanden. Also wir waren ja tatsächlich mal weitaus höher bei den Zinsen. Wir waren ja bei 4,25% hier im Jahre 2007, Ende 2007. Und dann kam ja die Finanzkrise in den USA, wo die Wirtschaft gestützt werden musste und natürlich auch die Banken gestützt werden mussten. Und da fiel den Amerikanern als erstes natürlich ein, am Zinsmarkt zu schrauben, am Zinssatz zu manipulieren. Ist ein hartes Wort, aber ihn quasi als Instrument in die Hand zu nehmen, um die Volkswirtschaft letzten Endes zu stützen. Und das ging dann sehr, sehr rasch runter bis ein Jahr später, Ende 2008, wo wir bei 0,125% waren und dann sukzessive erst wieder 7 Jahre später einen Erhöhungszyklus in den Markt bekamen bis Ende 2018. Und dann fiel das Ganze wieder ein bisschen zusammen. Also 2019 im Sommer gab es die erste Senkung dann, also 2018 noch die letzte Erhöhung und 2019 im Sommer das, was Chris vorhin sagte, als der Zyklus wieder wendete, als wieder aus einer expansiven Geldpolitik im Sinne der Zinssetzung hier eine restriktive wurde. Und mittlerweile sind wir eben mit der Senkung im Oktober bei einem Korridor von 1,5 bis 1,75. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie es da weitergeht. Und auch dazu gibt es natürlich verschiedene Interpretationen. Und da verweise ich sehr gerne auf eine Seite CME Group, also der Chicago Merchant Exchange, die das ganz gut aufarbeitet für die unterschiedlichen Zinssitzungen, auch vor dem FED-Meeting schon. Also hier kann man vorher ab schon schauen, was erwartet der Markt, was erwarten die Analysten. Und da waren eben heute diese 85% der Marktteilnehmer sich einig, dass gar nichts passiert. Und wir können gerne jetzt mal in die nächsten Termine reinklicken, wie da die Erwartung ist. Auch am 18. März, im Februar findet keine FED-Sitzung statt. Am 18. März wird noch keine Änderung erwartet, aber die Wahrscheinlichkeit geht schon ein bisschen zurück. Da sind wir nur noch bei 78,9%. Und wenn wir dann in den April reingehen, also so lange wie diese Repo-Geschäfte gehen sollen, sind wir nur noch bei 72%. Also dann könnte so langsam die nächste Zinssenkung anstehen, denn die anderen Meinungen gehen ganz deutlich in Richtung Zinssenkung. Also da rechnet niemand damit oder wenige rechnen damit, ganz genau genommen 12%, dass im Juni zur Jahresmitte hier vielleicht der Zins sogar nach oben gesetzt wird, um die Konjunktur zu bremsen. Und wenn wir noch weiter fortschreiten, so sind wir noch bei knapp 50%, die im Juli noch davon ausgehen, dass wir beim selben Zinssatz sind wie jetzt und im September hinein verlagert, geht das Niveau dann immer weiter in Richtung weitere Senkungen. Und das ist ja auch das, was letzten Endes hier schwappt es dann über. Also bis November sollten wir auf alle Fälle mindestens eine Zinssenkung haben, wenn man diesen Marktteilnehmern diesen Sentiment Glauben schenken darf. Und das geht auch in die Richtung, die Donald Trump immer wieder propagiert. Er schießt ja regelrecht in Richtung der Notenbank und setzt sie dadurch politisch ein Stück weit unter Druck, indem er fordert, dass die Zinsen gesenkt werden müssen. Er hat auch letztes Jahr, als die Zinssenkung dann kam, gleich danach über Twitter abgefeuert. Das war viel zu wenig, da hätte er mehr erwartet und, und. Er wird heute bestimmt auch seine Interpretation hier noch über den Markt regnen lassen. Auch das werden wir noch hier live kommentieren und erleben. Und insofern ist es immer wichtig zu sehen, was denkt die Politik, was denkt die Notenbank, die ja eigentlich unabhängig ist, was denken die Analysten, was ist die Markterwartung. Und dann kann man auch mit der entsprechenden Erwartungshaltung und der Interpretation am Markt selber einen Trade draus basteln. Also das war jetzt eine lange Vorgeschichte zu dieser Story. Ich muss zwischendurch immer mal mein München mit Ingwer-Tee benetzen, damit die Stimme weiterhin so frisch bleibt und den Blick auf den Markt belassen. Hier ist noch nicht viel angebrannt. Also wie gesagt, für diejenigen, die später hier zugekommen sind, der Dow Jones ist noch nicht an Tageshoch wieder gewesen. Also das wäre so ein Bereich, wo ich hier erst einen Trade setzen möchte und auch nicht am Tagestief.
Der S&P 500, den ich hier nicht im Bild habe, war auf Tageshoch ganz kurz und der US-Tech, also der Nasdaq. Ebenso, Gold schwankt relativ lustlos in der Bandbreite, die quasi heute Nachmittag eingestellt wurde, beziehungsweise seit heute Morgen schon. Das ist die erste Kerze hier schon um 9 im Bereich gewesen. Und der Euro-US-Dollar beißt sich an der 1,10 fest. So, was gab es hier noch an Neuigkeiten von der Fed, die über die Ticker liefen? Die privaten Ausgaben legen mit moderater Geschwindigkeit zu, aber Investitionen und Exporte bleiben schwach. Also ja, Investitionen im Land, bleiben die im Land schwach oder insgesamt schwach? Das würde ich auch gerne, wenn ich eine Stimme hätte zur Pressekonferenz, mal hinterfragen. Denn Tesla baut ja ein Riesenwerk in der Nähe von Berlin. Also da wird ordentlich investiert. Und Apple selbst baut, glaube ich, auch in Texas ein großes Werk. Also es gibt schon durchaus Investitionen, aber vielleicht nicht genügend, um von der Fed grünes Licht zu bekommen, dass das in ihrem Zielkorridor ist. Die Exporte bleiben schwach. Das könnte sich jetzt natürlich etwas ändern. Durch das Handelsabkommen Phase 1 wurde zwischen China und den USA schon unterzeichnet. Jetzt ganz hektisch im Januar. Die Details wurden bekannt, aber es wurde auch sofort natürlich hinterhergeschoben, dass es mehrere Phasen gibt. Also es bleibt nicht bei Phase 1. Es wird wahrscheinlich so enden wie bei dem Kinderspiel, was der ein oder andere von euch kennt, Phase 8 oder Phase 10 oder wie das hieß, wo wir hier noch viele weitere Verträge und auch Spekulationen darüber sehen werden. Was ein bisschen belastend sein kann, und da komme ich auch gerne zu den ersten Fragen und zu den Sentiment-Gedanken, die uns am Markt bewegen, ist der Coronavirus. Also vorhin so ein bisschen rumgewitzelt, hat es durchaus Auswirkungen auf die Börse. Der Markus hat heute Morgen auch darauf aufmerksam gemacht, dass es diverse Anbieter für Atemmasken gibt in China und in Japan, die durch die Decke gingen, also deren Aktienkurs durch die Decke ging. Und mir hatte auch ein Bekannter aus Straubing, das ist in der Nähe von München, gesagt, dass in den ganzen Apotheken die Masken ausverkauft sind. Also die Hersteller, die haben ja richtig zu tun, nachzuproduzieren, weil natürlich weltweit hier die Sorge umgeht, dass dieser Virus größere Wellen schlägt. Also es gab ja jetzt auch schon Fälle in Deutschland. Der erste europäische Fall war in Frankreich. In China sind immer noch ganze Städte abgeriegelt in Wuhan. Und das hat auch wirtschaftliche Folgen. Also nicht nur für das Land selbst, sondern auch für die Unternehmen, die mit den Ländern quasi oder mit den Städten Beziehungen haben. Also einerseits konsumieren natürlich die Menschen weniger, wenn sie von Ausgangssperre belegt sind. Die Wirtschaftsleistung sinkt enorm, weil da geht keiner ganz normal zur Arbeit dann, wenn man mehrheitlich zu Hause bleiben sollte oder sich das aus Eigenschutz auferlegt. Und der dritte Punkt ist, dass natürlich die Produktionen dann ein Stück weit ausgesetzt werden. Also Apple produziert ganz, ganz viele Zuliefererteile in der Nähe von Wuhan und muss jetzt auf alternative Zulieferer umsatteln. Ob das in dem Maße gelingt, wie die Geräte nachgefragt werden, ist fraglich. Toyota hat schon quasi vermerken lassen, dass gewisse Produktionsstätten bis in den Februar hinein komplett ruhen, also dass hier die Bauteile nicht angeliefert werden können. Und das schlägt jetzt über einen mittelfristigen Ansatz auch in die Bilanz mit rein. Also wer jetzt nicht vielleicht intraday sich die Charts anschaut, wie wir hier im Daytrading in so einem Webinar, sondern wer Aktien Midterm oder Longterm über mehrere Wochen und Monate handelt, der muss natürlich wissen, dass sich sowas in der Bilanz von so einem Unternehmen, was in solchen Regionen Produktionsstätten unterhält oder von dort Zuliefererteile bezieht, dass sich das dort auf alle Fälle auswirken wird. Und das kann natürlich auch etwas ganz Artfremdes sein wie Starbucks. Also die Starbucks-Filialen sind zum Beispiel alle geschlossen worden in diesen großen Städten, wo die Epidemien jetzt hier verzeichnet wurden. Und ja, die Chinesen hatten ja gerade entdeckt, Kaffee zu trinken. Es war, glaube ich, durchschnittlich am Tag drei Starbucks-Filialen, die eröffnet werden, die neu eröffnet werden. Und wenn die alle erstmal keinen Kaffee ausschenken können, dann haben nicht nur die Chinesen, die jetzt auf Kaffee stehen, ein Problem, ein Suchtproblem vielleicht. Also wenn ich keinen Kaffee hätte, es wäre wirklich schrecklich frühst, dann läuft man nicht Amok wegen einem Virus, sondern weil man einfach nicht unterzuckert, sondern unterkoffeiniert ist. Ja, also im Sinne von mentaler Schwäche, also nicht dieses wirklich Amok gemeint natürlich. Gut, es zuckt hier weiterhin und ich schaue mal einmal durch, was es hier für Fragen gab. Am Markt bewegt sich nichts, der Markus mit K, ja, sehr gut. Ich dachte schon, mein Internet ist irgendwie stehen geblieben, aber am Markt ist wirklich nichts passiert.
Christian meinte heute Morgen, sagt der Dieter, ich duze übrigens alle, weil wir Trader ja in einem Boot sitzen, letzten Endes. Also Dieter grüßt. Heute Morgen meinte also Christian, er würde den Euro bei Bruch der 1,10 shorten. Ja, und ich will ihn kaufen. Na ja, klar. Also wenn Christian den shortet, dann kaufe ich ihn, weil wir müssen uns ja hier entsprechend abhatchen. Nein, Spaß beiseite. Also jeder führt seine eigenen Setups aus und ich weiß ja von Christian, dass er eher mittelfristig dann auch in Währung bereit ist, einen höheren Rücksetzer in Kauf zu nehmen und dann auch mal so eine Position über Tage und Wochen hinweg zu triggern und im Depot zu lassen. Das ist bei mir eben nicht der Fall. Also ich versuche ihn kurzfristig zu kaufen, diesen Bounce an der 1,10, an dieser runden psychologischen Marke, aber ich versuche das Ding dann heute Abend oder spätestens morgen auch abzustoßen. Und da habe ich wirklich ganz andere Ziele von 20 Ticks vielleicht, dass wir zu 1,1040, 1,1050 nochmal hochkommen. Das sind so meine Ziele. Und der Christian hat, wenn er short geht, wahrscheinlich das Allzeittief im Blick. Wir können das gerne mal ein bisschen größer zoomen, solange hier am Markt hier keine wilde Volatilität auftritt. Und mein Trigger für Short war übrigens schon vor 90 Pips erreicht oder vor 100 nunmehr, weil nämlich diese Aufwärtstrendlinie, der Aufwärtstrend wurde vor wenigen Tagen gebrochen. Und das heißt für mich übergeordnet ist es jetzt wieder ein Abwärtstrend. Wir hätten auch hier komplett umschwenken können, hätten vielleicht wieder zu 1,15, 1,16 und damit den Abwärtstrend ad acta legen können, der uns schon jetzt seit Ende 2017 begleitet oder Anfang 2018. Also 2 Jahre lang Abwärtstrend im Euro-US-Dollar. Und ich glaube, darauf spekuliert der Christian, dass dieser Trend jetzt wieder aufgenommen wird mit dem Bruch, dass wir erstmal diese Verlaufstiefs aus dem September bei knapp 1,09 ansteuern und dann im weiteren Verlauf vielleicht auch zu 1,06 gehen und irgendwann auf die Parität. Also das ist ja so ein riesen Damoklesschwert, was über dem Markt kreist, die Parität im Euro-US-Dollar. Wann kommt sie? Kommt sie überhaupt? Das ist natürlich eine Diskussion, die wir heute nicht zu Ende führen können, weil einfach der Markt uns nicht die Antwort darauf gibt, aber die im Markt ist und die immer mal wieder angekurbelt wird, je tiefer der Euro-US-Dollar sinkt. Also klar, bei 1,20, 1,30, da wird niemand über die Parität reden, weil sie einfach zu weit weg ist. Aber wenn wir jetzt hier auf Mehrjahrestiefs tauchen würden, und das wäre definitiv bei 1,09 der Fall, ein Mehrjahrestief, dann wird das Thema Parität auch wieder bei Tradern im Fokus und im Diskussionsstand stehen. Immer noch nichts passiert. Doch Gold zieht leicht an, aber die anderen Märkte nicht. Die Korrelation ist also hier noch überhaupt nicht gegeben. Wenn ich von Korrelation rede, dann ist das immer kurzfristig gemeint und unter Korrelation versteht man quasi die Wechselwirkung von verschiedenen Assetklassen und hier im Speziellen, wenn der Safe Haven, wenn der sichere Hafen Gold hier zulegt, dann ist es oftmals so, dass der Aktienmarkt hier Druck bekommt und andersherum. Also wenn der Goldpreis schwächer ist, dann ist es oftmals so, dass der Aktienmarkt hier leicht nach oben geht. Also ich hoffe, Dieter, das ist jetzt ganz gut erklärt worden, so wie ich es sehe. Der Christian kann dann vielleicht später, der ist jetzt gerade noch mal die Aufzeichnung von gute Zeiten, schlechte Zeiten angucken. Er ist ja so ein großer Fan von dieser Daily Soap. Nein, keine Ahnung. Er hat bestimmt noch einen Call und wird nachher wieder zu uns stoßen und hat uns hier quasi mit dem Markt ganz alleine gelassen. Der Christian, der traut sich Sachen, der kann sich ja was anhören. Ja, Günther, bla bla, E6 am S1. Ah ja. Das kann man natürlich auch traden, lieber Günther, also dass man sich hier die Pivots hinzunimmt. Ich weiß jetzt nicht, welche Pivots du meintest. Mit E6 ist auf alle Fälle der Future gemeint vom Euro-US-Dollar, denke ich. Du meintest den, also zumindest habe ich das Kürzel in dem Zusammenhang hier schon mal gesehen im Future-Markt. Und je nachdem, ob man mit Pivots tradet oder mit anderen Dingen, dann gibt es hier natürlich auch Support, Unterstützung und so weiter. Volume Trader nutzen dann auch solche Regionen und schauen, was das Volume macht. Das macht wenig Sinn, hier im CFD-Handel nach dem Volumen zu schauen, da das ja quasi über Liquiditätsprovider auch entweder verzerrt oder gar nicht richtig ankommt. Welchen kleinen Durchschnitt ich hier nutze, fragt der Walter. Das ist die ganz normale Standardeinstellung. Also ich versuche, gerade wenn ich wenig Dinge im Chart einzeichne, dann natürlich bei den wenigen Dingen, die ich einzeichne, hier auf Standardrepertoire zurückzugreifen. Nicht, weil ich zu so faul bin, um jetzt meinen Indikator noch irgendwie zu pimpen und mir eine super Sondereinstellung gönnen möchte, sondern weil ich davon ausgehe, dass bei allen Dingen in der technischen Analyse diese selbsterfüllende Prophezeiung durch diesen Herdentrieb generiert wird. Also das heißt, wenn
ganz, ganz viele Menschen sehen, dass jetzt eine Tesla durch 500 durchrattert oder eine Apple durch 300 Dollar oder der Euro-US-Dollar durch die 1,10 nach unten. Wenn das viele sehen und darauf reagieren, ja, dann sind das für mich Marken, die allein dadurch, dass sie von vielen wahrgenommen wurden, eine gewisse Wirkung haben. Also die 1,10 an sich, wenn ich die auf dem Blatt Papier schreibe, hat überhaupt keine Wirkung. Aber wenn alle Marktteilnehmer sehen, da passiert was und die war im Chart auch schon mehrfach verzeichnet, dann ist natürlich Action angesagt, dann kommt Volumen rein und dann macht das Trading an solchen Marken Spaß. Und genauso ist das dann natürlich mit gleitenden Durchschnitten. Wenn ich mir den gleitenden Durchschnitt suche, der irgendwie 12, 3, 95 oder sonst was sich ausdenkt, dann mag das vielleicht im Backtest erstmal ganz nett aussehen, aber aus meiner Philosophie heraus benutzt den ja dann keiner oder wenige Marktteilnehmer. Und deswegen benutze ich lieber Dinge wie Tageshoch, Tagestief oder auch eben bei dieser Frage nach der Trendlinie, die als Standardeinstellung hinterlegt sind, weil ich davon ausgehen kann, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer sich genau diesen Indikator reinklickt in den Chart und dann, wenn er implementiert ist, vielleicht ein Bruchteil davon auch danach handelt. Ich selber handle nicht nach gleitenden Durchschnitten. Es ist für mich mehr so eine, also es ist jetzt der Moving Average 40, der jetzt hier verzeichnet ist. Ich handle selber nicht danach, sondern ich nutze ihn so ein bisschen als Orientierung. Wie man hier in dem Ausschnitt der letzten 4 Handelsstunden sieht, hat es heute auch keinen Sinn gemacht, nach dem Teil zu handeln. Und man braucht auch eigentlich keinen kleinen Durchschnitt, um zu erkennen, dass es eine Seitwärtsphase war nach dem Opening. Aber es ist natürlich interessant in Trends, um zu sehen, wie stark geht denn so ein Trend. Und da kann ich vielleicht nochmal eine Einzel Aktie hier einschieben, bevor die Pressekonferenz in 3 Minuten losgeht. Und zwar Apple. Wir hatten es schon kurz erwähnt. Apple ist Wahnsinn. Also jetzt nicht nur die Produkte für mich, sondern die Aktie, wie die sich entwickelt hat. Im August standen wir noch unter 200 Dollar. Und da ging es noch darum, ja, ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt und ist unter die 1-Billionen-Marke gefallen. Wollen denn die Leute überhaupt ein neues Handy haben? Die neue Uhr kann auch nichts als ein bisschen leuchten und so weiter. Es gab viele negative Stimmen, die gesagt haben, ja, Apple muss man nicht mehr haben. Ist einfach teuer. Aber nichtsdestotrotz, das Weihnachtsgeschäft war bombastisch. Der Gewinn im letzten Quartal war super. Ich glaube, 20 Milliarden, so über den Daumen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Aktie läuft und läuft und läuft. Seit dem August bei 200 Dollar steht das Teil jetzt schon bei 326 Dollar. Und das ist ein super Beispiel dafür, dass ein gleitender Durchschnitt, und auch das ist der 40er, ist natürlich jetzt ein Tageschart, also D1 im MetaTrader, die Linie wurde seit September, seit dem Punkt hier nicht wieder angekratzt. Also die zeigt einfach so steil nach oben. Jeder Shorty, der hier mal dachte, und das war vor den Quartalszahlen hier zum Beispiel der Fall, jeder Shorty, der dachte, wir berühren die Linie, der hat sich bitterböse verbrannt. Der hat einfach sein Lehrgeld zahlen müssen und hat gegen solche starke Marktbewegungen gehandelt. Und das soll man eben nicht tun. Oder man soll es nur tun mit einem klaren Setup, mit einem klaren Risikomanagement, wo man auch weiß, wenn man ausgestoppt wird, ja, das habe ich zu verkraften, das habe ich vorab geplant, das kann ich auch verschmerzen, diesen Betrag. Und Tesla ist genauso ein Paradebeispiel. Ich habe jetzt Tesla hier gerade nicht in der Watchlist drin. Ich schaue mal die US-Stocks, nein, aber wir können natürlich Tesla auch dazu nehmen und uns mal anschauen. Das ist ja auch Wahnsinn, wie diese Aktie sich entwickelt hat. Und zwar hat man hier die ganzen Symbole, dann sieht man derjenige, der hier noch nicht durchgeklickt hat, was es hier alles gibt. Und dann nehmen wir die US-Stocks und Tesla hat, glaube ich, TSL, KMNOPQR, T, da sind wir schon bei T, Telefonica, Tiffany, Transtrim, Tesla Motors. So, und dann haben wir nämlich quasi hier als neuen Chart auch die Tesla-Aktie. Jetzt klicke ich nochmal mein eigenes Template rein, damit ich quasi das genauso sehe, wie ich es gewohnt bin. Und man hat hier im Tageschart der D1 natürlich auch diesen Wahnsinns-Uptrend. Und ja, diejenigen, die hier short in Tesla waren oder die gedacht haben bei 240, 230, da passiert nicht mehr viel auf der Oberseite. Der Elon Musk hatte ja auch immer mal einen Joint parat an Situationen, wo er es nicht machen sollte. Die sind aber trotzdem eines Besseren belehrt worden, das Unternehmen. Und das ist jetzt schon ein bisschen krass. Ja, also wirklich krass, wenn man sich diese Aktie hier anschaut. Auf Allzeit hochgegangen und ganz viele Shorties ganz dolle wehgetan.
Sicherlich haben sich ganz doll wehgetan. Also diese zwei Paradeaktien nur einmal hier kurz ins Bild gehalten, damit wir die Zeit hier überbrücken, bis die Pressekonferenz startet. Und sie startet auch schon jetzt. Ich habe sie nicht live hier mit den Worten, weil gleichzeitig hören, sprechen, übersetzen und diese ganzen Dinge, das gelingt mir nicht. Das gelingt, glaube ich, den wenigsten, nur den Korrespondenten, die in der UNO sitzen oder so, die bekommen das hin. Das heißt, wir müssen uns darauf verlassen, was hier an News durchsickert. Und wenn ihr natürlich News habt oder wenn ihr euch die Fed live anschaut, zum Beispiel auf Bloomberg TV, dann lasst ruhig hören, wie die Einschätzung vom Herrn Powell ist, wo die Reise hingeht, was er für Visionen hat für die Zukunft und ja, was die Märkte tun, das sehen wir letzten Endes ja hier auf meinen Monitoren und die Reaktion darauf sehen wir auch. Kielbasa ist auch anwesend im British Pound. US-Dollar ist mehr Musik dran als im Euro-Soll. Das stimmt. Also da gehen wirklich am Tag dann mal 200, 300 Pips hoch und runter von der Schwankungsbreite, aber den screene ich eher weniger. Also ich bin kein ausengagierter Forex-Trader. Ich halte es mehr mit den Indizes und deswegen lasse ich den britischen Pound zum US-Dollar heute hier aus der Analyse erstmal raus. Ja, Dieter gab mir das Feedback, dass alles hier ausreichend erklärt ist. Vielen Dank für die Rückmeldung. So, jetzt könnten mal langsam hier die ersten News reinkommen, damit sich hier am Markt was tut. Ansonsten können wir natürlich auch nochmal die Zinsen, die Leitzinsen, die es gibt, vergleichen. Auch das ist natürlich immer wieder spannend, wie die Leitzinsen sich über die verschiedenen Notenbanken hinweg im Zeitablauf verändert haben. Und wenn man sich dann hier die mal gegenüberstellt, und ich löse das Rätsel mit den Farben auch gleich auf, das Blaue ist die EZB, die Europäische Zentralbank, die seit 2014, 2015 am Boden liegt mit den Zinsen. Also wir haben ja mittlerweile quasi Negativzinsen, die wir an den Sparer auch weitergeben, beziehungsweise der Sparer an uns weitergeben muss. Das Gelbe, das ist der Leitzins der USA, wie man erkennt. Hier ging es hier ein Stück weit runter. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr hoher Zins im Vergleich zu den anderen Ländern, weil Rot, klar, das brauche ich nicht weiter ausführen. Diese Linie nahe am Boden, diese Deadline, wie man sie auch nennt, stammt aus Japan, wo schon seit Jahren Zinsen Fremdwörter sind und gar nicht mehr wahrscheinlich in den ihrem Duden auftauchen. Also das Wort Zinsen wird wahrscheinlich kein japanisches Kind mehr lernen. Zinsen, was ist das Ding? Ja. Und das Grüne auch stark beachtet, im letzten Jahr nicht mehr so, aber vorher der Leitzins von Großbritannien. Da England ja am 31. und das ist der Freitag aus der EU austritt quasi, interessiert mich persönlich der Leitzins dann auch nicht mehr. Dann sollen die doch machen, was sie wollen. Ich schaue mir das nicht an. Aber für diejenigen, die den britischen Pfund zum US-Dollar handeln, denen sei gesagt, morgen mittags 13 Uhr rum ist nochmal die Leitzinsentscheidung der Bank of England, was dort natürlich Auswirkungen auf die Währung haben wird. Soweit der quasi, ja, nicht Ausblick, sondern die Gegenüberstellung der verschiedenen Leitzinssätze, die es hier gibt. Also in den USA nochmal mit dem 30.10. notiert er zwischen 1,5 und 1,75%. In Großbritannien seit 2018 übrigens schon seit August bei 0,75%. Im Euroland bei 0, seit 2016 0,00000. Und ja, wo gibt es Negativzinsen? Richtig. In Schweden minus 0,5% auch seit 2016. Die fahren ganz gut damit. Und natürlich in der Schweiz seit 2015 auch Negativzins. Und wo gibt es überhaupt noch Zinsen, um das mal positiv zu beleuchten? Ja, klar, in der Türkei, wo aber dann letzten Endes die Inflation auch den Zinssatz wieder auffrisst. Also wer hier denkt, er kann in türkische Zinsprodukte investieren und mal 20% Gewinn mitnehmen, dem sei gesagt, die 20% gehen auch für die Inflation wieder drauf. Also ist am Ende ein Nullsummenspiel. Mein Ingwer-Tee ruft einen Moment. Wunderbar, wie das kratzt. Ah. Ich fühle mich ein bisschen wie Joe Cocker, wenn ich heute noch abends was singen darf. Irgendwas, ob Where We Belong oder so, dann lasst es mich wissen. Ich bin bereit, stimmlich zumindest. So, es kommt ein bisschen Bewegung rein. Russland hat übrigens auch noch einen Pluszins, ja, 7,25%. Dann haben wir das Thema hier auch mal einmal rundum erörtert, was die Zinslandschaft hier insgesamt kann.
So, wir haben eben immer noch keine große Schwankung. Ich kann den Minutenchart hier natürlich noch mal ein bisschen weiter aufziehen, aber auch das würde wahrscheinlich an der Schwankung nichts ändern, sondern es würde eher dazu neigen, dass wir hier uns in eine kleine Bandbreite hineinsteigern von 10, 15 Punkten und dann einen Trade eingehen, der ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1 hat oder noch schlechter, was unterm Strich für das Trading wenig Sinn macht. Ich ziehe hier die Barrieren, die ich mir gesetzt hatte, optischer Natur nochmal ein Stück näher an den Chart ran. Ich habe übrigens mit dem MetaTrader noch nicht das Geheimnis gelüftet, wie man diese Zeichenelemente fortlaufend weiterschreiben lassen kann. Also wenn da jemand einen Tipp hier im Chat hat, bin ich gerne offen. So, Fed Powell sagt, die Reserven werden im zweiten Quartal ein ausreichendes Level erreichen, zweiten Quartal, also dann quasi April, Mai, Juni. Ja, dauert ja noch ein bisschen. Hat er ja noch Zeit, quasi Reserven aufzubauen. US-Notenbank hält an der Geldpolitik fest. Das wundert mich überhaupt nicht, dass hier quasi auch im Sinne von US-Präsident Trump weiter an der Zinspolitik festgehalten wird und er dann sich als Präsident auch dieses Jahr übrigens zur Wiederwahl stellt und vielleicht auch in einer seiner Reden dann betonen kann, ja, die Börse ist so toll gelaufen, die Notenbank macht so einen guten Job, weil ich den Impuls gegeben habe, weil ich hier die Wirtschaft ankurbele und weil America First einfach die beste Strategie ist. Also er verkauft es ja so. Es gibt viele Diskussionen auch unter Wirtschaftsexperten, ob das wirklich so ist. Also Fakt ist natürlich, dass unter Präsident Trump unter den letzten Jahren das Wirtschaftswachstum gut war, dass die Börsen riesige Sprünge nach oben gemacht haben, also über 20% Jahresperformance. Das ist schon in einem Index wie den Dow Jones nicht jedes Jahr an der Tagesordnung. Der durchschnittliche Mittel ist um die 7 oder 8%, wenn man das auf 100 Jahre mal zurück betrachtet. Und da sind über 20% schon sehr, sehr gut. Das muss aber nicht der Verdienst von einem Einzelnen sein. Also da kommt eine Menge dazu zusammen. Da kommen die Steuersparpläne zusammen, die er quasi durchgereicht hat. Da kommt hinzu, dass er ja auch viele Unternehmen gezwungen hat, im Land zu bleiben. Also quasi durch diese Strafzölle, wenn ein Unternehmen abwandert und dann wieder importiert, reimportiert, sozusagen das Unternehmen schlechter gestellt ist. Deswegen gibt es, denke ich, auch unter der Bettdecke so ein paar kleine Agreements, die wir überhaupt nicht mitbekommen. Also, dass Apple jetzt in Texas eine Riesenfabrik baut, mich hat es erstmal gewundert, dass sie das nicht auch irgendwie bei Wuhan oder sonst wo bauen. Aber ich denke, da wird es auch ein Agreement irgendwie geben oder noch ein Steuersparmodell oder irgendwas. Und dann kommen diese riesigen Aktienrückkaufprogramme, diese Buybacks noch hinzu, die am Markt natürlich für enormes Volumen gesorgt haben. Und wenn das alles nicht gewesen wäre, ja, dann hätte sich Donald Trump als Person ja total abstrampeln können. Dann wäre nichts passiert, dann wäre nichts gelaufen. Und das muss man sich vor Augen halten, dass nicht er als Person nur alleine hier die Wirtschaft hochgehalten hat, sondern dass das ein Zusammenspiel mit mehreren Dingen einfach ist. So, weitere Meldungen habe ich hier überhaupt noch nicht über die Ticker kommen sehen. Also es scheint relativ öde zu sein. Die Pressekonferenz, ich habe bisher aber auch den Livestream nicht an, weil, wie gesagt, diese ganzen Stimmen mich verwirren würden. Jetzt starte ich ihn vielleicht doch mal. Joe Bloomberg macht, glaube ich, immer eine Live-Übertragung. Die Fed Decides, wie es so schön heißt. Und dann kann ich ihn gleich mal persönlich fast schon lauschen, was denn der Fed-Chef hier von sich gibt. So, hier kommen jetzt weitere Nachrichten. Fed not satisfied with inflation under 2%. Also auch die Inflationsraten haben sie natürlich im Blick, weil über die Inflation natürlich hier auch wieder Geld aus dem Markt rausgezogen werden kann. Das ist übrigens die 2%, ist auch so die Richtlinie für die EZB. Und die EZB orientiert sich ja mit ihrer laxen Geldpolitik, mit ihrer expansiven Geldpolitik, auch am Inflationssatz und so weiter. Jetzt bekommt Herr Paul auch wieder Fragen gestellt, wie es aussieht mit dem Rechnungsbezahlen und so weiter. Ich kriege es leider ohne Ton nicht mit. Also macht wenig Sinn, jetzt hier den englischen Ton einzuspielen, sondern wir müssen einfach darauf setzen, dass am Markt
hier eine seiner Antworten für den größeren Ausschlag sorgt und dann diesen Ausschlag entsprechend handeln. Entweder prozyklisch, wenn wir die Hochs rausnehmen, könnte man hier prozyklisch auf den Markt aufspringen oder eben antizyklisch hier den Deckel traden. Der Goldpreis zieht auf alle Fälle an. Also das ist was, was wir schon kurz nach der Veröffentlichung des Zinssatzes gesehen haben. Und jetzt kommt hier vielleicht eine kleine Gegenbewegung rein. Ich mache mich mal bereit, dass man hier das eventuell traden kann, weil wenn der Goldpreis nach oben weggeht, dann würde ich hier auf die Korrelation setzen und das Ganze natürlich auch mit entsprechendem Stopp handeln. Und hier wähle ich als ersten Initial Stopp erstmal ein Stück weiter Abstand, um das dann noch fein zu justieren, wenn der Markt wirklich ins Laufen kommen sollte. Also, Szenario ist jetzt hier bei mir. Wir fallen unter die letzten Verlaufstiefs im kurzfristigen Chart. Also, es ist jetzt alles ganz, ganz kurzfristig eingezeichnet und kommen dann vielleicht in eine Region von 28.800, 28.750, vielleicht in Richtung der Tagestiefs. Also, wir schauen mal, was sich hier im weiteren Verlauf noch ergibt und halten die Augen natürlich offen, was die weiteren Märkte, die ich hier ebenfalls mit upscreene, tun. Der Euro-US-Dollar tut gar nichts so richtig und im Dow müssen wir erstmal schauen, ob hier noch ein bisschen Fahrt reinkommt. Paul, not comfortable mit Inflation, das hatte ich gerade schon erwähnt. Das ist wahrscheinlich bei Bloomberg. Ist es gleich zeitversetzt? Eine Minute zeitversetzt ist es, wenn ich meinen Wecker hier Glauben schenken darf, was hier passiert. Tja, der Markt hat uns noch nicht den Gefallen getan, aus seiner Lethargie sich zu befreien, sondern er eiert noch so ein bisschen quasi in der Range, die nach der Veröffentlichung quasi herauskam oder sich heraus manifestierte, herum. Das ist sehr, sehr schade, weil sehr viele, denke ich, im Vorfeld der Fed auf dieses Event hingefiebert hatten und jetzt genauso fraglos wie wir da sitzen und sich überlegen, was könnte denn hier passieren? Also passiert überhaupt was? Haben wir die Nachwirkung der Fed dann erst am nächsten Tag? Manchmal ist es so, dass wirklich die größeren Kapitalgeber erst nochmal drüber schlafen müssen, sich beraten müssen. Also da, wo wir schlafen, zu der Zeit ist ja quasi in den USA noch helllichter Tag. Die Börse, die Wall Street schließt ja auf unsere Zeit umgerechnet schon 16 Uhr. Das ist wirklich sehr komfortabel, dort Händler zu sein, weil man dann noch ein bisschen was vom Tag hat. Wenn man DAX-Händler ist, der DAX Xetra schließt 17:30 Uhr und in Frankfurt 20 Uhr. Da ist nicht mehr viel zu machen, außer Abendbrot zu essen und vielleicht noch eine Bar aufzusuchen. Insofern haben die Amerikaner hier noch genügend Zeit, ihre Anlagestrategien zu überdenken und dann entsprechend in bare Münze oder in Handelsentscheidungen umzuwandeln. Und deswegen, oder das ist der Grund, warum die Wall Street dann am Tag nach der Fed-Sitzung auch starke Bewegung aufweist, wenn am Tag der Fed-Sitzung nichts passiert. Also insofern morgen die Augen offen halten, wenn heute nichts mehr Großartiges passiert. Und es geht hier gerade in der Pressekonferenz noch drum, um die Reserven, ob die sich nach oben oder nach unten im Laufe des Jahres entwickelt. Er hat ja gesagt, dass im zweiten Quartal hier quasi dann der Deckel drauf sein sollte, genügend Reserven vorhanden sind und hier womöglich auch wieder ein Umschwung stattfindet. Der Herr Paul blättert aufgeregt in seinen Akten, also entweder sucht er nach einer Zahl, um das zu begründen, die Frage, oder hat er da ein kleines Comic-Heftchen, wo er sich selber ablenkt, weil nichts passiert? Nein, das glaube ich natürlich nicht. Das wäre auch zu witzig, wenn es so wäre. Schönen Anzug hat er übrigens an, für diejenigen, die das nicht sehen. Da kann man wirklich neidisch werden. Ein guter Stoff, einen guten Geschmack, eine gute Beraterin. Vermutlich, ob seine Frau raussucht oder ob die da bei der Fed einen Designer haben, der den Anzug auf den Leib schneidet. Man weiß es nicht. Nein, es ist ja nicht so wie bei RTL, wo die Moderatoren ausgestattet werden von allen möglichen Mode-Labels, sondern er wird wahrscheinlich seine Klamotten selber kaufen müssen. Letzten Endes. So, der Bernd meldet sich ja auch noch zu Wort. Bei der TÜV bleiben 6%. Oh, also, was ich vorhin so aus meiner Erinnerung vom letzten Jahr heraus darstellte, dass der Zinssatz hoch ist und die Inflation in der Türkei alles wieder wegfrisst, hat der Bernd
hier im Chat gesagt, das ist nicht ganz so, sondern es bleiben, wenn man das wirklich durchzieht, 6% über. Das ist doch mal was, 6%. Aber ganz ehrlich, mein lieber Bernd, also bevor ich eine Zinsstory spiele in der Türkei und die Inflation hinnehme und weiß nicht, wie es da wirtschaftlich und politisch weitergeht, würde ich doch lieber die 6% mir als Dividende holen von einem Unternehmen, was in diese Richtung tendiert und was für mich ein bisschen sicherer ist als in der Türkei mit Zinsspekulation. So, genau, das ist nur meine Meinung. Der Goldpreis hat ein neues Tageshoch erlangt, wie man hier sieht, 1575. Und da ich im Gold selber hier gar nicht engagiert bin, hoffe ich natürlich, dass der Aktienmarkt das auch spitz kriegt und dass er im Sinne einer Korrelation hier sagt als nächstes, ja, die Aktien könnten ruhig mal ein bisschen durchatmen, ruhig mal ein bisschen nach unten gehen, wenn der Goldpreis schon so stark ist. Denn letzten Endes ist es ganz oft eine Umschichtung. Ja, also eine Umschichtung zwischen den verschiedenen Asset-Klassen. Und ja, hier kommt die nächste Frage schon in der Pressekonferenz, wie es mit dem Repo-Plan weitergeht. Policy. Oh, jetzt bückt er sich sogar. Er ist gar nicht mehr zu sehen. Der Paul, ist ihm was runtergefallen wahrscheinlich, oder? Er hat noch ein Zettelchen zugesteckt bekommen von seiner Soufflöse oder wie diejenigen heißen, die ihm immer mal was zuflüstern und zustecken. Man kennt das ja bei großen Rednern, dass die entweder einen Monitor vor sich haben, wo sie dann auch ablesen, so ein Transkript, oder wo sie dann immer noch mal eine Nachricht reingereicht bekommen, wie damals auch, als die Grenze zwischen der ehemaligen DDR geöffnet wurde, wo der Günter Schabowski den Zettel reingereicht bekam, oh, ab jetzt ist die Ausreise quasi, jetzt sofort geht's los. Und die Menschen haben das gesehen, sind zur Grenze gerannt und an der Grenze 1989 wussten die Polizisten nicht, was Sache war. Ja. Damals gab es eben auch noch kein WhatsApp, wo einfach sich die Journalisten untereinander connecten konnten und wo dann der Polizist das irgendwie über Facebook oder Twitter mitbekommen hätte, die Grenzen sind offen, mach mal den Schlagbaum hoch. Das gab es alles nicht. Insofern alles richtig gemacht damals, Zettel reingereicht, Grenze geöffnet und dann später zusammengewachsen wieder als deutsches Volk quasi, weil viele Jahre Trennung. War einfach politischer Irrsinn. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht vertiefend eingehen, sondern wir schauen immer noch auf den Markt. Es kam gerade zu einem kleinen Bruch hier in diesem von diesem Aufwärtstrend, den ich im Minutenchart wohlgemerkt eingezeichnet hatte. Und ich würde dann genauso einhergehen, wenn diese Linie bricht, dass ich hier mir auch einen Abwärtstrend von dem Hoch beginnend, wo ich jetzt meinen Stopp noch habe, einzeichnen, um zu sehen, ja, vielleicht läuft der Markt ja hier noch eine Ecke weiter nach unten. Und das Ziel wäre für diejenigen, die jetzt später zugeschaltet haben, erstmal hier dieses Verlaufstief um die 20, dass wir erst hier nochmal auflaufen und dann im weiteren Verlauf vielleicht nochmal die Runde 800 oder gar das Tagestief. Vielleicht schaffen wir es noch, hier mit ordentlich Bewegung in diese Richtung vorzudringen. Das wäre doch schön, wenn der Chris hier zurückkommt und sieht, hier läuft ein Trade und er hat ihn verpasst. Ja. Zum Verändern Rectangle-Eigenschaften dann unter Parameterzeit. Ah, stimmt. Vielen Dank, Johannes. Das ist die Lösung. Ich gehe also hier auf die Objektliste. Schaue mir das Rectangle an. Editiere das. Und dann kann man bei Parametern von der Zeit einstellen, wie lang das geht. Und dann nehme ich mir einfach mal ein neues Jahr vor. Und dann wird er durchgezogen. Wundervoll, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Also vielen Dank, Jonas, dass du mir hier noch ein kleines Meisterstück erklärt hast in der Bedienung des MetaTraders. Das war mir nämlich bisher verborgen geblieben, dieser Lifehack, wie man das so schön in der heutigen Zeit sagt, wie man diese Barrieren hier durchzieht, diese Zeicheninstrumente. Wunderbar, wunderbar. So, dann hätten wir das auch erklärt und Fix und Foxy, der Nico, Fix und Foxy, meinst du die Zeitung jetzt? Nico, dir, wo er sich gebückt hat, der Paul, das wäre natürlich ein Hammer, wenn er das ins Bild hält, sowas. Schadenfreude ist die schönste Freude von Thomas. Ja, das stimmt. Das ist übrigens ein Wort, was in Deutschland
weit verbreitet ist und was man nicht direkt übersetzen kann. Also es gibt ja so ein paar Wörter, die international sind, also wie zum Beispiel Kindergarten, Sauerkraut, Bratwurst oder so, die werden nicht übersetzt. Und genauso Schadenfreude, das kennt man nicht einmal. Also ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten aus Griechenland, der aber auch gut Deutsch kannte und fragte, ob es da ein Pendant gab. Und er sagte zu mir, wieso soll man sich freuen, wenn jemand einen Schaden hat? Also es ist totaler Quatsch, das Wort an sich, aber gut in Deutschland verbreitet. Das Wort Schadenfreude. Ich verwende es selten. Ich glaube auch, dass es nicht gut ist, wenn man sowas charakterlich zu oft auslebt. Ausleben tut sich der Dow Jones und zwar nicht auf der Unterseite, sondern immer noch in dieser lethargischen Phase. Ich werde diesen Lifehack auch gleich hier nochmal anwenden im Nasdaq. Dann habe ich das nämlich auch hier weiter fortgeführt und kann mir das in Ruhe anschauen, wenn ich morgen nochmal mir den Chart hervorrufe. Und zwar hier einfach mal ein Jahr nach vorne geschaut. Wunderbar. Ups, naja gut, nicht gleich 2000 Jahre. Ein Jahr reicht dann schon bei Intraday-Charts. Wir closen das und wir sind immer noch in der Position drin. Der Herr Paul macht es sich nervös, wenn eine Position gegen dich läuft. Das ist doch mal eine interessante Frage. Jetzt kommt von einer asiatischen Reporterin eine Frage. Weiß gar nicht genau, ob es wichtig ist. Herr Paul rückt sich seine Brille zurecht. Also der Anstieg der Erwerbsquote ist sehr gesund, sagt er. Also er geht direkt auf die Arbeitsmarktdaten ein. Und er hat auch sich zum Coronavirus geäußert. Der Coronavirus ist laut der Fed, laut Paul, ein ernstes Thema. Klar, also was soll die Fed sonst sagen? Soll sie sagen, wir haben alles unter Kontrolle? Es ist so ein Virus geht uns nichts an, wir haben wenig Fälle, das macht China alleine. Nein, also natürlich ist das ein ernstes Thema und wie ich vorhin schon mal kurz andeutete, kann es durchaus auch tiefgreifende Auswirkungen auf die ganze Wirtschaft haben, also auf einzelne Unternehmen erst einmal und von den Unternehmen dann wieder Implikationen auf die Gesamtwirtschaft. Also das sollte man schon schauen, wie sich die ganze Sache hier entwickelt in nächster Zeit. Der Paul hat zudem auch noch gesagt, dass die Reserven im zweiten Quartal Ausreichungslevel erreichen. Das hatten wir schon und Reserven sollten nie niedriger sein als Anfang September. Und da lagen sie bei 1,5 Milliarden. Also da hat er schon mal jetzt so einen Richtwert gegeben, wohin die Reise gehen könnte. Und das beruhigt mich dann doch, dass er ein Ziel vor Augen hat. Das Gefühl habe ich nämlich bei der EZB nicht, dass sein Ziel vor Augen ist, sondern da habe ich das Gefühl, dass quasi die Bilanz ins Unendliche aufgebläht werden kann. Zu deiner Frage, Nico, ob es mich nervös macht, wenn eine Position gegen mich läuft, für mich selber, wenn ich trade oder jetzt hier im Webinar. Vielleicht kannst du das nochmal ausstaffieren. Ich kann aber auch beides beantworten. Für mich privat nein, weil ein Trade ist kein Trade. Wer mich kennt oder wer mich in den Webinaren immer wieder sieht, weiß, dass ich am Tag locker zwischen 10 und 100 Trades absolviere, also je nachdem, wie hektisch der Markt ist. Und das eine Trade vergleichsweise, der geht einfach unter in der Bilanz insgesamt. Man weiß sein Risiko, man hat sein Initial-Risiko im Griff. Ich orientiere mich dabei natürlich auch an einem Money Management und setze den Stop, aber nicht nach Money Management an einer bestimmten Schwelle prozentual, sondern immer am Chart, da der Chart ja nicht oder der Kursbewegung, die Börse kennt ja nicht mein Konto. Insofern macht es für mich keinen Sinn, irgendwie bei 1% oder bei irgendwelchen Zahlen, die ich mir in Excel ausgerechnet habe, meinen Stopp zu setzen, sondern ich setze den Stopp am Chart und justiere dann höchstens über die Positionsgröße, was ich mir hier erlauben kann, zu verlieren. Und man sollte sich schon vor Augen halten, dass man auch mal eine Verlustserie haben kann, die 10 oder auch 20 Trades umfasst. Ja, und wer dann natürlich immer mit einer Marke arbeitet von, ich übertreibe jetzt einmal 5% vom Gesamtdepot, die er riskiert pro Trade und hat dann 20 Verlusttrades gegen sich laufen, dann ist das Konto weg. Also nicht mathematisch weg, weil wenn man immer diese 5% riskiert, nähert sich dann irgendwann der Null an, ist aber nie ganz bei Null. Klar, so schlau sind wir alle, denke ich. Aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Das ist kein Risikomanagement, sondern man sollte dann wirklich kleine
Einheiten riskieren und auch eher kleinere Einheiten traden, wenn man sich unsicher ist. Und jetzt noch die Beantwortung in Richtung des Webinars. Hier bin ich insofern weniger nervös, weil ich viel, viel weniger Kapital riskiere. Also ich handle ja im Webinar hier jetzt mal mit ein, zwei, drei CFDs oder auch Frühs. Das kann natürlich auch schön sein, wie letzte Woche, wo ich den einen Tiefpunkt im DAX ganz gut getroffen hatte und habe dann pyramidisiert auf drei Positionen jeweils mit zwei CFDs. Da hatte ich dann sechs. Das ist auch nicht viel, aber für ein Webinar schon, finde ich. Und es lief dann letzten Endes auch 40, 50 Punkte ins Plus, bevor die erste Position rausging. Und am Ende standen dann auch mal 300, 400 €, was für einen Tagessatz eigentlich für einen Trader schon was Ansehnliches bedeutet. Also wenn man das jeden Tag hinbekommt, dann hat man im Monat ein gutes Auskommen. Und um im Webinar natürlich hier auch entspannt mitdiskutieren zu können, beziehungsweise auch letzten Endes als Trader zu zeigen, dass man Trader ist und nicht nur Theoriewissen vermittelt, ist es natürlich schon wichtig, dass hier auch die Trades nicht ohne Sinn und Verstand gesetzt werden, sondern dass die Trades auch irgendwie laufen. Natürlich nicht jeder. Es gehört auch zum Trading dazu, dass es mal nicht funktioniert, klar. Aber es ist natürlich schon schön, wenn im Webinar auch ein Trade in den Gewinn läuft, wie jetzt gerade. Das gibt einem ein gutes Gefühl und das ist natürlich auch für die Teilnehmer im Webinar schön, weil sie dann sehen, aha, derjenige, der hier etwas darbietet, der macht das nicht irgendwie mit einem Münzwurf, sondern da steckt auch eine gewisse Expertise dahinter, was dennoch keine Gewinngarantie ist, ganz klar, aber es ist zumindest schon mal unterhaltsamer, als wenn man hier den absoluten Newbie hinsetzen würde und sagen, hey, klick doch mal im MetaTrader irgendwas und erzähl was dazu. Also das, denke ich, wäre nicht so unterhaltsam. Unterhaltsamer wäre es für mich, wenn der Markt jetzt mal eine klare Richtung einschlägt, gerne auch nach oben, dann bin ich halt raus und positioniere mich neu. Aber am liebsten natürlich nach unten, weil ich schon short engagiert bin. Der Goldpreis kommt wieder ein bisschen zurück. Insofern ist dieser Drive, den ich mir hier erwartet hatte, dass wir über den Goldpreis und die Korrelation auch einen Druck auf den Aktienmarkt erleben, bisher nicht eingetreten. Schade, schade, schade. Wenn das Quadrat markiert wurde, ist es ausreichend, wenn du mit der rechten Maustaste die Eigenschaften des Quadrats. Oh, der Nico, der hat aber auch rechts, ich finde aber ja Eigenschaften nicht. Properties vielleicht. Nein? Naja, ich übe das nochmal im stillen Kämmerchen. Ich habe ja Zeit, um hier mich tiefer reinzufuchsen in die Materie des MetaTraders 4. Ich handle nebenbei gesagt auch sehr, sehr gerne mit dem Stereo-Trader. Den habe ich jetzt hier nicht gestartet, weil das natürlich auch immer ein bisschen Systemressourcen frisst und bei mehreren Monitoren und einer Übertragung und einer Aufzeichnung und noch der Live-Videokonferenz und so weiter. Da möchte ich natürlich hier nicht zu Lasten des Tones, der hier auch mit übertragen wird, in hoffentlich guter Qualität dann noch zu viel anschalten. Ich habe auch Netflix ausgemacht übrigens. Alles gut. Wie hoch ist deine Trefferquote? Von Trefferquote bin ich ein Stück weit abgekommen, weil nämlich Trefferquote, ja, sagt relativ wenig aus. Also wir kennen das von Iondo, von dem großen Social Trading Anbieter, den es jetzt übrigens nicht mehr gibt oder beziehungsweise der das Geschäft in Deutschland einstellt, so wie ich das jüngst vernommen hatte. Da war so, dass ein großer Wert gelegt wurde auf die Trefferquote, und die Rankings auch dahingehend aufgebaut wurden. Ja, was ist dabei rausgekommen? Es gab einige Trader, die da irgendwie 30% Performance innerhalb von wenigen Wochen verzeichnet hatten, mit einer Trefferquote von 99, irgendwas Prozent, wo derjenige, der sich mit Trefferquoten befasst, sagte, wow, da geht ja richtig was, der liegt ja immer richtig. Wie macht der Kerl das nur? Wenn man sich die Trades genau angeschaut hat, also Kerl war jetzt nicht sexistisch gemeint, sondern es waren meistens Männer oder die Namen ließen irgendwie vermuten, dass ein Mann sich hinter dem Profil verbirgt, sagen wir es mal so. Und wie hat er das gemacht, die hohe Trefferquote? Oder viele dieser Profile, wie wurde das gemacht? Muss man dann ganz objektiv sagen. Nun, es wurde ein Gewinn nach 2 Punkten im Profit glattgestellt und wenn die Position im Minus war, dann wurde sie einfach ausgesessen oder vielleicht noch aufgestockt mit der Prämisse, dass irgendwann der Markt durch die Schwankung schon wieder dahin läuft, dass jede kleinste Position auch in den Profit läuft. Und so kriegt man eine riesen Trefferquote von 99, irgendwas Prozent und das erlebt man leider auch immer bei
solchen Expert Advisors oder nicht immer, bei einigen Expert Advisors, die wie an der Linie gezogen nach oben eine Performance reinhämmern mit einer Trefferquote von über 90%. Und da gehen bei mir die Alarmglocken an. Also das normales Trading hat keine Trefferquote von über 90% über Jahre hinweg. Und wenn man sich diese EAs mal abspeichert und dann später wieder mal aufruft, was aus denen geworden ist, ja, was ist daraus geworden? In der Regel sind die vom Baum gefahren, weil eben diese hohe Trefferquote nur dadurch erlangt wurde, dass Positionen und Gewinne sofort glattgestellt wurden und dann die Negativpositionen ausgesessen wurden. Und kein Trend läuft ewig, jeder Trend kippt irgendwann mal und entweder reicht das Konto aus, so weit zu pyramidisieren, bis der Trend kippt und man kommt dann noch in die Pluszone, oder aber der Markt kommt nie wieder zurück, weil man gleich am Anfang zu aggressiv in den Markt ging, also dieses Martingale nach hinten losging und dann ist das Konto mit einem Schlag und wenigen Positionen dahin gesiedet, muss man sagen, dahin gekocht. Apropos gesiedet, ist der Christian Kämmerer noch in der Sauna oder kommt er langsam mal wieder raus? Na, du bist ja, naja, ich lausche deinem Gesang, mein Bester ist ja in der Sauna, sagt er. Nee, wunderschön, also um Gottes Willen, ich bin natürlich da. Der Markt hat sich ja entsprechend bewegt, mehr oder weniger. Und ja, also vielleicht also für dich zum Abholen, was passiert ist. Also du erzählst uns dann im Gegenzug dazu, was in den letzten Viertelstunden, in der letzten Viertelstunde bei gute Zeiten, schlechte Zeiten gelaufen ist. Ob der Dr. Gerner dann noch tatsächlich die Unterschrift bekommen hat für die Immobilie. Das würde mich interessieren. Aber während du das geschaut hast, habe ich hier schon fleißig getradet. Und zwar im Dow Jones folgendes Setup. Ich mache das auch mal ein bisschen größer. Wir sehen ja nicht mehr die Jüngsten. Die Augen sind nicht mehr so scharf. Der Rest des Körpers schon, aber die Augen nicht. Ich habe mir hier eine kleine Aufwärtstrendlinie eingezeichnet, habe gesehen, dass wir direkt nach der Veröffentlichung der FED-Geschichte nicht zum Tageshoch gekommen sind. Also es wurde quasi auf halber Strecke abverkauft. Und als wir dann hier an diese Linie gingen, dachte ich mir, komm, reicht. Noch dazu die Korrelation, Gold ist nach oben aus der Tagesrange ausgebrochen und da dachte ich mir so, na komm, dann gebe ich mal dem Markt die Sporen von oben, habe den Stopp immer noch im Minus, den würde ich jetzt, wo du mir so schön über die Schulter schaust, exakt, hier auch ganz adäquat in den Gewinn hineinziehen und wie ich vorhin geäußert habe, wer ist mein erstes Take Profit oder wenn man so will, mein erstes Ziel, die Runde 28.800 oder vielleicht, wenn der Markt es will, das Tagestief. Habe ich mir auch gedacht. Oder? Ich kann mich daran erinnern, dass du an das Tagestief eben wegen deiner Range, und da kann man das von Beginn nochmal, sag ich mal, vorholen, du im Prinzip deine zwei Balken, Tageshoch, Tagestief, und ich meine, jetzt kommt er schon mit Schmackes darunter, das muss man sagen, wobei runde Hausnummern immer spannend sind, aber die scheint er hier auch durchzulutschen, und da muss man ganz ehrlich sagen, also gut, die paar Pünktchen könnt ihr noch im Soge jetzt mitnehmen, ne? Das muss man natürlich sehen, aber auf jeden Fall schon mal wieder schöner Entry, risikolos gemacht, den Trade. Und mir hat ja auch der Nico schon nach dem Coaching gefragt, ob du das anbietest. Da kann ich nur sagen, wir werden die Aufzeichnung im Nachgang versenden und dann auch nochmal ein paar Infos mitgeben, oder? Ja, sehr gerne. Also ich habe hier ja auch die Ideen, die ich mir selber mache für mein Trading, immer wieder weggespeichert und in Ansätzen natürlich auch auf meinen Social-Media-Kanälen bei Facebook und Twitter immer mal wieder publiziert. Das kann ich auch sehr gerne nochmal in den Chat hineingeben, wie ich bei Facebook heiße, dass mich da der ein oder andere auch findet, falls er Anfragen hat für Coachings oder einfach mal Inspiration zum Markt erleben möchte. Und dieses ganze Sammelsurium an Marktvorbereitung presse ich dann auch nochmal exklusiv quasi in den Text zusammen. Und du kannst sagen, was man mit dem Text dann macht, mein lieber Chris. Du meinst, was wir mit dem Text machen oder der Kunde mit dem Text machen kann? Ja, was wir machen, wo der Text zu lesen ist oder wie der an den Kunden herangetragen werden kann. Na, ganz genau. Also da haben wir, wie gesagt, ja mehrere Ausstrahlungs, sage ich mal, Wege. Aber in jedem Fall werden wir dann ab Februar eben auch dein Morning, ich sag's mal so, fast ein Morning-Meeting für den DAX und eben dann die Struktur des Tages bei uns auf der Research-Seite dann integrieren und dann im Weiteren auch auf dem einen oder anderen Kanal, der jetzt außerhalb von JFD existent ist, aber ich würde auf jeden Fall auf unsere Research-Seite verweisen, wo du den von der Zeit her bis wann immer platzierst. Ja, also ich würde ihn natürlich vor dem Opening an der Börse platzieren, also früh so 8.45 Uhr spätestens, damit man noch genügend Zeit hat, sich vor dem Xetra-Öffnungs der Eröffnungskerze zu positionieren oder erstmal zu informieren, bevor man sich positioniert. Also quasi dieses ganze Research
würde ich dir abnehmen. Also nicht dir, Chris, sondern du musst das schon alleine machen. Aber jeden, der hier lauscht, der kann sich quasi so ein bisschen die Zeit sparen, muss nicht die Termine früh recherchieren, die Tagesmarken und so weiter, sondern kann sich ein Stück weit zeitlich da rausziehen, zurücklehnen und davon profitieren, dass ein anderer das macht mit Erfahrung und das wäre dann quasi meine Person. Und das kann als E-Mail auch weitergereicht werden. Auch die Möglichkeit gibt es, aber da hast du bestimmt noch im Nachgang einen Mailer und eine Idee, wie man Eben, das Ganze schön eben. verpackt. Genau, da kann ich dann, wie gesagt, in dem Zusammenhang auch direkt anregen, wem das sozusagen heute ein Stück weit auf jeden Fall die Informationen gegeben hat, die ich auch, mit denen ich auch gerechnet habe, sozusagen auch im Umgang mit der Marktanalyse, auch nicht mit dem hektischen Harakiri, gleich zu den News direkt reinspringen, sondern erstmal sehen, wie die Range sich bildet und sich da eben noch weiter informieren will. Der soll auf jeden Fall auf die Nachgangs-E-Mail achten. Das heißt, da werden wir, wie gesagt, die Aufzeichnung nochmal nachschießen für alle die, wo jetzt dann schon sozusagen schlafen gegangen sind oder eben dann das Ganze auch nochmal Revue passieren lassen wollen. Da seid gespannt. Das dürfte jetzt dann kürzlich, ich vermute, morgen oder am Freitag schicken wir es definitiv raus an alle registrierten Teilnehmer. Und dann natürlich auch nochmal eben ein Hinweis zu dem Newsletter beziehungsweise zum Service von dir, Schrägstrich dann auch, wo die Morning Briefings exakt zu sehen sind. Da braucht ihr euch gar nicht so viel Gedanken machen und mitschreiben. Das packt man dann sozusagen in eine Linkliste, in eine Übersicht und da seid ihr sozusagen up to date. Und ja, ich sag mal, ein schöner Finish in der Richtung. Jetzt können wir natürlich noch die nächsten, sage ich mal, ja, 40 Minuten, 50 Minuten dann mal schauen, was der Markt so macht, ob er jetzt dann rumpendelt um die 28.800 oder ob er jetzt dann doch nochmal, ich sage mal so schön, nach unten spuckt, die 28.700 30 sozusagen nochmal abräumt. Das bleibt mal spannend zu beobachten. Ich würde auch sagen, da wirst du uns sicherlich auf dem einen oder anderen Kanal auch nochmal morgen früh oder tagsüber vielleicht dann nochmal abholen, um zu versorgen oder um bekannt zu geben, was der Trade dann letztlich noch mit sich brachte. Genau. Also ich spiele ja verschiedene Exit-Strategien auch immer mit dem Markus mit C durch, wenn wir das Live-Trading vollziehen. Und er ist ja ein großer Fan davon, Positionen auszuskalieren. Und ich bin eher derjenige, der entweder den Stopp nachzieht und lässt sich vom Markt ausstoppen oder einen klaren Take-Profit im Markt hat, wo er rausgehen wird. Und für mich wäre dann der Take-Profit, wenn wir hier unten wieder in die Region kommen. Da würde ich auch sagen, da haut es den Markt in der letzten halben Stunde eher nicht durch, sondern hier bremsen wir nochmal ab. Also das wäre für mich so der Take-Profit und den Stopp, den würde ich hier jetzt an der Stelle auch schon mal in die Nähe der Verlaufstiefs vor der FED-Sitzung ziehen, sodass wir hier auf alle Fälle einen Gewinn von, na, nun sind es ja 25 Punkte mitnehmen können und das ist ja auch schon was für die Statistik, für die Trading-Statistik und das ist letzten Endes auch die Antwort auf Nico nochmal, der ja vorhin nachgefragt hatte mit der Trefferquote. Was nimmt man dann, was nimmt man anstelle der Trefferquote als eine sehr gute Indikation für das eigene Trading, um das messbar zu machen? Da nimmt man die Punkte. Also letzten Endes kann man sich dann loslösen von den einzelnen Positionsgrößen und zeichnet die Punkte auf, die man aus dem Markt her rausgeholt hat. Und wenn das eine konstante Punktanzahl ergibt, also beispielsweise jeden Tag 50 Punkte in Summe aus verschiedenen Märkten und das über 20 Tage, dann sind das ja 1000 Punkte im Monat und dann kann man das hochskalieren, wenn man das Ganze mit einem CFD handelt, sind das 1000 Euro, mit zwei CFD 2000 und so weiter. Also das sind dann die Möglichkeiten, die man als Trader hat, aus diesen Auswertungen dann auch wieder Implikationen für das eigene Trading zurückzuleiten. Also nicht nur auszuwerten und abzuleiten, sondern auch wieder zurückzuleiten. Was mache ich in der Zukunft mit diesem Wissen? Denn nur irgendwie eine Zahl auszuspucken aus der Trading-Statistik, die nicht interpretieren zu können, bringt uns letzten Endes auch nichts. Also man muss auch damit dann umgehen können. Exakt. Ja, das sind ja genau die Feinheiten, wo man dann auch überlegt. Trefferquote ist ohnehin relativ im Kontext dessen, wie man eben auch vorgeht. Das ist ja genau das, wie man auch eben auch sein Trade im Money Management ausskaliert oder eben nicht. Das ist dann ganz entscheidend, wo man dann sagt, da muss man am Ende des Tages dann genau die Gabelung finden. Aber da würde ich sagen, dann gehen wir so langsam zum Finishen hin über. Der ein oder andere hat sich jetzt dann auch schon mal abgemeldet. Ich sag mal, du hast den Trade entsprechend besprochen. Der läuft jetzt hier sozusagen dahin. Schrägstrich wird vielleicht noch im Gewinn jetzt ausgestoppt oder es kommt dann eben doch noch im Rahmen der Beobachtung zu einem, ja, Gewinnstopp im Rahmen des Take Profits. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dir jetzt einen schönen Feierabend zu wünschen.
Andreas, ich sage danke für auch deine Action trotz des Halses. Das habe ich jetzt gar nicht so durchgehört. Das heißt, du hast da auf jeden Fall ja, wieder standhaft, wie ich dich kenne. Respekt an der Stelle. Und insofern sage ich dir in erster Linie vielen, vielen Dank und hoffe auch allen Teilnehmern hat es gefallen. Ihr dürft euch, wie gesagt, auf jeden Fall auf die Aufzeichnung freuen und natürlich auf das Angebot, was wir noch nachschieben. Und wie gesagt, Andreas, ich sage wieder danke für deine abendliche Zeit und wünsche dir auf jeden Fall dann jetzt auch mal so langsam, aber sicher einen schönen Feierabend. Ja, lieben Dank. Ich nehme jetzt die Ingwerquolle aus meiner Halsregion raus und werde normal weiteratmen. Supi, alles klar, dann auch. Vielen Dank, wie gesagt, dir nochmal in höchsten Tönen und allen Webinar-Teilnehmern, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, schickt es uns gerne an support@jfdbank.de oder reagiert eben auf unsere E-Mail dann, wenn es denn im Rahmen der Aufzeichnung kommt. Und insofern wünsche ich euch allen einen wunderschönen Feierabend und einen tollen Start in den Donnerstag und bis dahin beste Grüße auf bald, euer Chris Kämmerer und der Andreas sagen Tschüssi. Tschüss.